Moin Lichtsetzer, ja, ein kurzes Video soll es hier heute werden, ne? Fotografieren im Schnee, ihr seht das hinter mir, die Wolken ziehen durch, es ist eine gewisse Feuchtigkeit, wir haben Schnee auf dem Fußboden, Winter Wonderland, wie man so schön sagt, ein paar Tannen, sehr windig, ja, und ich sag mal so, meine Erfahrung, die ich jetzt die letzten Tage gesammelt habe, habe ich gedacht, gebe ich mal einfach weiter und kann dann natürlich ein bisschen was erzählen. Wir werden gleich über das Fotografieren sprechen, aber erstmal Grundvoraussetzungen überhaupt zu fotografieren, kann ich ganz klar sagen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, im Schnee Fotos zu machen, dann macht sie einfach und macht das nicht so, wie ich das gemacht habe. So nach dem Motto, du hast ja tagelang hier Zeit, du bist hier im Urlaub. Ich wollte eigentlich so schöne Fotos am Schnee, in den Tannen, schön draufliegend. Ja, das gab es ja am ersten Tag und ich habe am ersten Tag was anderes gemacht. Ja, hätte ich mal gleich die Bilder gemacht haben, am nächsten Tag fing das hier an zu tauen. Also von daher heißt es, schnell sein ist das Wichtigste. Wenn ihr eben halt die Chance habt oder eine Bildidee habt und ihr könnt sie umsetzen, dann macht es auch an der Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich ärgere mich da schon ein bisschen, aber gut, der Winter ist noch lang, das heißt, die Chance bekomme ich sicherlich irgendwo anders nochmal wieder. Nicht gerade jetzt hier am Fichtelberg, wo ich gerade stehe. Vielleicht kriege ich sie irgendwo an einer anderen Stelle mal wieder. Ja, was ist noch ganz wichtig? Natürlich vernünftige Kleidung, weil man sich draußen natürlich sehr, sehr lange bewegt. Ne? Also ich habe eben jemanden in der Jogginghose gesehen, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, sehr mutig. Ich meine, ja klar, unten auf dem Thermometer im Tal waren es plus 2 Grad. Aber wenn man den ganzen Tag im Wind steht und hier auch in der Kälte steht und die Kälte kommt von unten vom Schnee hoch, dann muss man warm angezogen sein. Also Jogginghose ist das Schlechteste. Ich empfehle hier ganz klar Skiklamotten. Also ich bin Vertreter von einer guten Jacke. Die gute Jacke ist eben halt von Fairhaven, falls das jemand interessiert. Die habe ich schon seit Jahren, die hält mich warm. Man kann natürlich auch irgendeine andere Jacke kaufen. Ne? Es gibt da so jemanden, der auch Jacken verkauft als Fotograf, müsst ihr halt wissen, es muss für euch passen an der Stelle. Sie muss nur halt warm sein und die muss über Stunden warm sein, weil man sich stundenlang bewegt. Ich habe eine Skihose an, einfach eine günstige Skihose, lange Unterwäsche, dann wird einem auch nicht kalt. Auch wenn der Wind jetzt gerade pustet, wie jetzt ist, ja. Und was Wichtigste ist natürlich für Fotografen, sind warme Finger. Und ihr seht das schon, ich habe hier Handschuhe an und hier unten baumeln noch mal zusätzliche Handschuhe. Ich bin da tatsächlich ein Verfechter von The Heat Company. Die sitzen in Österreich und die machen wirklich, auf Deutsch gesagt, einen geilen Scheiß an Handschuhen und mit Heizkissen das Ganze. Ne? Also hier oben in dieser am Handrücken sind Heizkissen drin, die will ich jetzt nicht rausnehmen. Aber ich kann mal gucken, dass ihr das vielleicht hier so seht, da drinnen. Vielleicht seht ihr das so ein bisschen. Ach, jetzt. Ah, Active Track, ne? Ja gut. Jedenfalls, da sind kleine Heizkissen drin, die machen den Wandrücken warm. Und ich habe hier die Variante mit ein bisschen Windschutz drin, also so ein Windschild drin, damit das nicht durchpustet. Und die reichen normalerweise so bis 0 bis minus 5 Grad aus. Und wenn es richtig windig ist, habe ich so eine Art Shelter-Handschuhe, die ich hier noch drüber ziehen kann, um dann richtig warme Fäustlinge zu haben. Also es hilft richtig gut. Kann man hier wunderbar eben auch aufmachen, dass ich die Finger bewegen kann, kann wieder zurückklappen, sodass mir sofort wieder warme Finger habe. Von daher, wie gesagt, habe ich mir mal selber gekauft. Insgesamt habe ich da gute 300 Euro für ausgegeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gute Klamotten, es ist wie mit einer guten Kamera. Es ist durch nichts anderes zu ersetzen als durch genau so etwas. Kann ich da nur empfehlen. Wie gesagt, ich bin da nicht gesponsert, aber ich finde die Sachen einfach klasse. Kann ich nur empfehlen. Ja, das ist das Wichtigste und natürlich diese Heizkissen muss man sich dazu holen. Die kosten, glaube ich, pro Stück oder pro Set unterm Euro. Ich kaufe immer einen größeren Vorrat für den ganzen Winter und ich nutze die also sehr, sehr häufig, auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Ja, es ist immer schön, warme Finger zu haben. Und die haben natürlich auch Touch, das heißt also, ich kann auch die Kamera relativ gut bedienen. Ja, Bedienung der Kamera ist mit Handschuhen ein bisschen gewöhnungsbedürftig und das wäre jetzt noch so ein Tipp, den ich da geben könnte. Probiert das zu Hause ein bisschen aus. Das ist ein bisschen ungewohnt, als wenn man so mit den normalen Händen arbeitet. Und die Handschuhe unterwegs ausziehen ist blöd, weil die Finger extrem schnell kalt werden. Also von daher, gewöhnt euch zu Hause wirklich an, zieht die Handschuhe mal an und macht so ein paar Trockenübungen. Für das, was ihr draußen macht, könnt ihr das wirklich bedienen, trefft ihr wirklich den Touch. Das ist eine reine Übungsgeschichte. Ja, und dann sind wir schon bei der Kamera. Ich sag mal, die letzten Tipps, bevor ihr rausgeht und Schneefotos macht an der Stelle. Ne? Also das erste Wichtige ist natürlich, genug Akkus dabei haben, weil Akkus werden relativ schnell leer in der Kälte. Und die Ersatzakkus bitte hier irgendwo am Körper tragen. Also ich habe sie hier in der Innentasche, ich will die jetzt auch nicht rausholen.
weil sonst wird mir kalt. Das ist sehr windig hier gerade. Und ein Akku natürlich da drin. Und in der Regel bin ich bis jetzt tatsächlich die ganze Zeit immer mit einem Akku pro Tag hingekommen. Und der zweite Akku war Ersatz. Gestern war eine Situation, da hätte ich einen Ersatzakku gebraucht. Was war natürlich, ich hatte die abends aus der Jacke rausgepackt, weil ich sie alle nochmal nachladen wollte. Und habe sie dann im Hotelzimmer bzw. in der Ferienwohnung liegen lassen. Ja, und dann wollte ich noch ein schönes Foto machen und der Akku der Kamera war leer. Dann habe ich den Akku aus der Kamera rausgenommen, habe den nochmal richtig ordentlich gerieben, weil es war schon extrem kalt und feucht. Und konnte noch zwei, drei Bilder machen. Das war so der letzte Notgroschen. Das heißt also, die Akkus, das hat man richtig gemerkt, gehen bei Kälte schneller runter als das, was man normalerweise gewohnt ist. Was auch ganz wichtig ist, wenn ihr mit der Kamera unterwegs seid, wechselt nicht das Objektiv unterwegs. Überlegt euch vorher, einen Abend vorher, welches Objektiv ihr darauf macht oder kurz bevor ihr losgeht. Aber wenn die Kamera einmal draußen ist in der Kälte, dann ist das Objektiv drauf und dann wechselt es bitte nicht, weil ihr habt euch leider die Feuchtigkeit, ihr seht das ja im Hintergrund, bei mir zieht die Feuchtigkeit die ganze Zeit neblig hier durch. So, und von daher wird das natürlich total blöd, wenn da Feuchtigkeit auf die Linse bzw. auf den Spiegel kommt. Ne, also von daher, wenn ihr ein zweites Objektiv dabei haben wollt, dann solltet ihr definitiv eine zweite Kamera dabei haben oder ihr müsst ein bisschen die Fotos aufteilen. Das heißt, ein paar Vormittags, eine größere Pause dazwischen. Ne? Und auch ganz wichtig, wenn ihr zurückkommt mit der Kamera in die Ferienwohnung, ins Hotel oder auch sonst was, packt die Kamera draußen schon wieder in den Rucksack rein, so dass das so ein bisschen akklimatisiert und dann lasst den Rucksack einfach eine Stunde stehen, bevor ihr die Kamera rausnehmt und irgendwas macht. Also das heißt, das Klima muss sich so ein bisschen der Kamera wieder anpassen oder die Kamera muss sich dem Klima anpassen. Ne? Und wir stehen hier draußen bei minus 3 Grad und in der Ferienwohnung sind da plus 25 Grad. Das sind natürlich Temperaturunterschiede, die für eine Elektronik nicht so gut sind. Solange man nichts abschraubt, nichts aufmacht, nichts anmacht und eine Stunde liegen lässt, geht das Ganze. Die Kamera wird dann langsam wieder warm. Oder irgendwelche Wärmepads rumpacken würde ich auch nicht. Ja, was noch? Achso, ja, fotografieren im Schnee ist natürlich ein bisschen Herausforderung, weil ihr seht das, Schnee ändert hier wahrscheinlich die ganze Zeit die Farbe. Ich bin jetzt mit der Pocket 3 am Film. Von daher, ihr seht das schon, das ändert sich wahrscheinlich die ganze Zeit von der Farbe. Ihr seht das gar nicht so genau, aber Schnee reflektiert natürlich jede Farbe. Mal das Grau im Himmel, das Blau im Himmel, die Sonne, das Grüne. Selbst jemand mit einer roten Jacke hier durchgehen würde, das würde sich sofort reflektieren. Von daher ist natürlich die Einstellung der Kamera hier nicht ganz so einfach. Ich bin ja eigentlich ein Freund und Vertreter von, ich habe eine Kamera gekauft, da ist eine Automatik. Und wenn ich eine Automatik gekauft habe, dann habe ich sie bezahlt, dann kann ich sie auch nutzen. Nützt bei Schnee nur leider nicht ganz so viel an der Stelle. Deswegen kann ich sagen, okay, normalerweise müsstet ihr im M-Modus sein. Ihr müsst so ein bisschen überlegen, okay, wo muss ich mit meiner Zeit, wo muss ich mit meiner Blende hin sein? Es gibt da kein Patentrezept. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, okay, stellt die Kamera auf Blende 8 ein und Zeit 125, ihr habt immer Top-Fotos. Die Lichtsituation kann sich sofort ändern und schon ist wieder alles Mist. Das heißt, hier muss man ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Für mich kann ich sagen, ich bin relativ häufig so bei Blende zwischen 7 und 8 irgendwo unterwegs. Von der Zeit her in der Regel so 125, 160. Zeit. Das reicht normalerweise. Die ISO habe ich eingestellt auf Automatik. Das heißt, sie darf sich da so ein bisschen selber entscheiden. Normalerweise sollte eine ISO 100 ausreichen. Ich habe aber aus Bequemlichkeitsgründen ISO Automatik ISO 6400 eingestellt. Und die Belichtungszeit oder Belichtungskorrektur habe ich dann noch auf plus 0,7 gestellt, um einfach ein bisschen überzubelichten, weil damit ich notfalls eben halt in der Nachbearbeitung noch ein bisschen was zurückziehen kann, um also wirklich die Struktur im Schnee zu bekommen. Zu weit würde ich da auch nicht rübergehen, weil wenn ihr jetzt zu überbelichtet, dann nehmt ihr die Struktur aus dem Schnee raus und wenn ihr zu tief runtergeht, dann müsstet ihr zu viel arbeiten, um die anderen Bilder wieder nach oben zu kriegen. Also von daher macht das nicht ganz so viel Sinn an der Stelle und das vernünftig so einzustellen. Ja, dann noch ein kleines Wort zum Weißabgleich. In der Regel, wenn man mit RAW-Formaten fotografiert, braucht man eigentlich, kann man den Weißabgleich so lassen, wie er ist, automatischer Weißabgleich. Also ich fotografiere eigentlich das ganze Jahr fast immer mit dem automatischen Weißabgleich. Es ist ganz selten, dass ich da was einstelle, außer ich bin mal Blitzfotografie oder Indoor unterwegs. Aber sonst lasse ich das eigentlich draußen immer automatisiert lassen. Hier kann ich aber tatsächlich empfehlen, doch mal in dem Abgleich rein, selber reinzugehen und zwar zu sagen, okay, den automatischen Weißabgleich lasse ich mal raus und stelle mir das selber ein und dann empfehle ich so eine Kelvinzahl zwischen 6500, 6700. Dann habt ihr so etwa die richtige Lichtfarbe dazu, ne? Und ihr seht das gerade schon, wie sich hier gerade wieder die Lichtstruktur komplett ändert.
Hier kommt sogar so ein bisschen Sonne durch, ne? Und ihr merkt schon, also in dem Video, wie sich das ändert, und von daher macht das schon so ein bisschen damit zu spielen. Also an der Stelle probiert es ein bisschen aus, nehmt euch da viel Zeit, weil so ein richtiges Patentrezept gibt es dafür nicht, weil jede Lichtsituation anders ist. Dennoch ein Tipp eben halt, wenn ihr, was sich natürlich sehr gut anbietet, ist, wenn man so ein paar Schneebilder durch Tannen macht, ne? So das Grüne mit dem Weißen so abgleicht, so, dann müsst ihr natürlich in der Zeit ein bisschen nach oben gehen. Das heißt, ihr müsstet da schon mal ein 800stel haben oder ein 1000stel, damit ihr die Tannenbewegung eben ein bisschen rausnimmt. Hier ist es extrem windig, das musste ich jetzt häufiger hier schon mal machen. Ja, und dann ist es eben halt so, dann möchte ich mir noch geschlossene Blende mit 8 eben halt arbeiten, um natürlich auch eine gewisse Tiefenschärfe hinzubekommen. Ja, dann hilft natürlich nur, dass die ISO eben halt in der Automatik ist. Und dann habe ich schon gesehen, dass die ISO dann schon häufiger mal in die 6400 hochrauscht. Aber auch das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Das schafft jede KI an der Stelle. Und dann packt man das einfach ins Entrauschen von Topaz oder so etwas. Ja, das sind so meine ultimativen Tipps. Ach ja, ganz wichtig, warmes Getränk. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Deswegen mache ich jetzt an dieser Stelle Schluss und werde mich zu meinem Auto bewegen und in die Ferienwohnung zurückfahren, damit ich jetzt einen warmen Tee kriege. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass euch das Ganze ein bisschen weitergeholfen hat. Und ich kann nur sagen, geht einfach raus, probiert es einfach aus. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und selbst wenn ihr mit keinen Fotos nach Hause kommt oder wenig guten Fotos nach Hause kommt, es ist unbezahlbar, in der Natur zu stehen, den Wind rauschen zu hören, diese Natur, diese frische Luft zu genießen. Von daher, geht raus, macht Fotos und alles Gute. Ja, und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, freue ich mich natürlich unter Kommentare. Wir können uns auch gerne austauschen. Daumen nach oben und den Kanal natürlich abonnieren nicht vergessen, damit ihr die nächsten Videos nicht vergesst. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit mit tollen Winterbildern. Tschüss, bis dann, macht's gut. Viele Grüße, euer Thorsten.